Ich weiß nicht, wer er ist, aber wenn ich tippen müsste, sieht es nach Default-Handschrift aus. Schäbige Hacker lässt sich anheuern. Er ist gut. Scheint dich zu kennen. Je sais pas, je... Ich weiß nicht. Ich spiel's ab. Es war gar nicht schwer, sie zu finden. Zwei Männer. Einer ein Hacker, der andere ein Fixer. Wenn ich mich nicht irre. Hab vorher nie von denen gehört. Ich kann das erklären. Ich wollte es dir sagen. Gute Arbeit. Die Namen bitte. Haben Sie vor, Ihnen was anzutun? Wann hat Sie das je interessiert? Ich bin sicher, die Summe ist zufriedenstellend. Damien Brinks und Aiden Beard. Aiden? Da klopft einer an. Clara. Aiden, er versucht uns den Scheiß zu löschen. Wir müssen ihn schleunigst rausschmeißen. Aiden, komm schon! Tiefschuss hochziehen! Ich dreh den Saft ab! Aiden. Wer war das? Wer hat das befohlen? Wenn ich's wüsste, würde ich sagen, das schwöre ich. Es tut mir so leid. Geh mir aus den Augen. Kannst du es finden? Ja, bin schon dran. Diese Mist. Komm schon, Mann. Mach hin! Mist! Wo willst du hin? Der Scheißkerl hat uns die Mutter aller Viren geschickt. Er hat alles kopiert, was wir hatten, und von unserem System gelöscht. Er weiß genau, wie er uns abschalten kann. Ich muss den Backup-Tower rebooten. Ohne den, kein Default. Kein Default, keine Daten. Ich gehe. Nein, 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 nein. Ich gehe. Ich mach mir gern mal die Hände schmutzig. Weißt du was, Aiden? Du wirst wohl Damien eine Weile hinhalten müssen. Mit dem komme ich schon klar. Ich rufe dich an, wenn ich fertig bin. Viel Glück, amigo. Red Boy hat einen Fehler gemacht. Was für ein Spiel er auch spielt, dieser Default. Er bringt Nikki in große Gefahr. Er geht mir mächtig auf den Sack. Aber jetzt muss ich Damien hinhalten. Wo bist du? Vor einer Minute machst du Versprechungen, dann nichts. Kein Piep. Dieses Mal treffen wir uns. Persönlich. Wie altmodisch. Hast du denn etwas für mich? Wir reden. Oh, Aiden. In dem Fall sage ich den Ort.
Chicagos Polizei sucht weiterhin den Rächer Aiden Pierce. Die Bürger Chicagos jedoch jubeln Pierce zu. Mit so viel öffentlicher Unterstützung haben die Polizeibeamten Schwierigkeiten, Tipps zu seinem Aufenthalt zu bekommen. Ich hab die Daten. Und Damien wird das sofort merken. Vielleicht kann ich das für mich nutzen. Er sagte Blum, dass er alles liefern würde, inklusive des Materials von Iraq. Ja, er hat sich selbst in die Ecke gestellt. Du hast die Daten nicht dabei und ich keine Nikki. Wir sind so berechenbar. Du hast einen Deal mit Blum. Woher weißt du das? Du hast ein Problem, Damien. Denn dein Deal hängt an dieser Festplatte. Was wirst du ihnen sagen, wenn ich dir nichts gebe? Du vergisst da etwas. Nikkis Leben hängt an einem Anruf. Töte sie. Lass mich fast gelingen, Damien. Du denkst nicht zu Ende, Damien. Dieser Deal ist dein Schicksal. Tötest du Nikki, bekommst du gar nichts. Glaubst du, Blum wird dich einfach gehen lassen? Die werden dir ihre Fixer hinterher schicken. Und das heißt, ich entscheide über dein Schicksal. Hol Nikki ans Telefon. Wir sind immer noch Partner, Aiden. Sieh es ein. Und geht's dir gut? Ich hab an. Sag, dass Jackson in Sicherheit ist. Ja, ist okay. Hör mal, Nikki, ich. Nein, aber bitte lass mich. Ehrlich, Aiden. Ich bin's leid, dass du mich nicht ernst nimmst. Wenn wir uns wiedersehen und du hast keine Daten, ist sie tot. Eine Eilmeldung. Zeugen zufolge hält sich Aiden Pierce.